Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Messners Training. Im folgenden Video zeige ich Ihnen, wie Sie berechnete Felder in einer Pivot-Tabelle benutzen können. Zuletzt hatten wir ja gesehen, wie Sie berechnete Felder in Ihre Datengrundlage einbauen können und anschließend in der Pivot-Tabelle nutzen können. Diesmal soll es darum gehen, dass berechnete Felder direkt sozusagen als Formel in der Pivot-Tabelle hinterlegt werden. Und hier habe ich eine Tabelle vorbereitet, die verschiedene Mitarbeiter enthält, Alice, Bob und Chris. Und diese Mitarbeiter haben an verschiedenen Tagen gearbeitet, wie man hier sieht, und dabei gewisse Umsätze erwirtschaftet. Und ich möchte jetzt auf dieser Basis eine Pivot-Tabelle erstellen, die die Mitarbeiter in den Spalten anzeigt und die Monate in den Zeilen und die jeweiligen Umsatzsummen eben pro Mitarbeiter und Monat ausweist. Das wäre mal der erste Schritt. Und im zweiten Schritt möchte ich dann aber erreichen, dass eine Prämie ausgewiesen wird, wenn nämlich ein Umsatz von mehr als 16.000 Euro erwirtschaftet wurde. Und das möchte ich eben auch in der Pivot-Tabelle ausweisen. Wir beginnen, wie wir das kennengelernt haben, indem wir die komplette Tabelle mit Steuerung A markieren, sagen einfügen, Pivot Table in ein neues Arbeitsblatt. Ich werde diese Pivot Tabelle auch entsprechend benennen, beziehungsweise das Arbeitsblatt Prämienauswertung. Und wir haben gesagt, die Mitarbeiter sollen in den Spalten stehen. Und es handelt sich aber bei diesem Datum ja um einzelne Tagesangaben. Dennoch, wenn ich das Datum hier in die Zeilen ziehe, wird Excel automatisch aktiv und erstellt mir sozusagen sofort eine Gruppierung nach Monaten. Ich werde das Datum hier an dieser Stelle nochmal rausnehmen, weil ich nur diese Gruppierung nach Monaten benötige. Und dann muss ich nur noch den Umsatz hier in den Wertebereich ziehen, in den Berechnungsbereich. Wir stellen die Wertfeldeinstellungen auf Zahlenformat Währung ohne Nachkomma stellen. Wir sagen OK und müssen an dieser Stelle nur noch die Beschriftungen etwas anpassen. Das wäre hier der Zeitraum. Und das wären die Mitarbeiter. Ich gehe nochmal in den Entwurf, werde den Entwurf nochmal ein bisschen anpassen, vielleicht auf dieses Format und mache das Ganze hier unten über den Zoom-Regler nochmal etwas größer. Nochmal die Spalten etwas angepasst und fertig ist die Pivot-Tabelle. Gut, wir wollen an dieser Stelle jetzt in die Pivot-Tabelle noch eine Prämienvergütung mit einbeziehen. Wie gesagt, wenn mehr als 16.000 Euro an Umsatz erbracht wurde, dann soll eine Prämie von 500 Euro ausgezahlt werden. Nun, das macht man so, dass man in die Pivot-Tabelle reingeht und über Analysieren in den Block Berechnungen wechselt. Wir können dort sagen, wir möchten ein berechnetes Feld hinzufügen, indem wir auf das entsprechende Symbol klicken und sagen, dass wir eben ein berechnetes Feld einfügen wollen. Wir haben hier den entsprechenden Dialog und sagen, dieses neue Feld, das wir jetzt gerade im Begriff sind zu erstellen, soll heißen Prämie. Und an dieser Stelle, bei dem Gleichheitszeichen, die 0 kann ich mal wegnehmen, muss ich jetzt natürlich angeben, wie dieses Feld berechnet werden soll. Ich kann hier mit den üblichen Excel-Formeln arbeiten, also beispielsweise mit der Wenn-Funktion und kann dann sagen, zum Beispiel, wenn mein Umsatz, und ich muss hier doppelklicken, damit das Feld hier in meiner Formel erscheint, oder ich kann es natürlich auch einfach per Tastatur eingeben. Wenn mein Umsatz größer ist als 16.000, dann möchte ich eine Prämie ausgeben von 500 Euro und ansonsten eben keine Prämie, eben 0 Euro. So gibt man das hier ein und wenn man fertig ist, sagt man einfach hinzufügen. Diese neue Formel soll unter dem Namen Prämie hinzugefügt werden. Wenn Sie das erledigt haben, sagen Sie OK und Sie sehen, dass die neue Formel
hier sofort in der Pivot-Tabelle in den Spalten hier erscheint. Und sie wird sofort auch, wie man hier sieht, in der Pivot-Tabelle angezeigt. Einmal Summe von Umsatz und einmal Summe von Prämie. Ich werde die Felder hier nochmal ordentlich benennen. Zum einen Summe von Umsatz über die Wertfeldeinstellung nenne ich Gesamtumsatz. Okay. Und zum anderen, ich zeige nochmal, wie ich in die Wertfeldeinstellungen komme. Per Linksklick, ja, nicht per Rechtsklick, sondern per Linksklick in die Wertfeldeinstellungen. Und das hier soll einfach meine Prämie sein. Und Sie sehen, wenn ich versuche, das so zu benennen, dann kommt hier eine kleine Fehlermeldung, weil es nämlich bereits ein Feld namens Prämie gibt. Das ist unser berechnetes Feld. Und das, was hier in der Pivot-Tabelle eingesetzt wird, darf ich nicht nochmal genauso nennen. Ich mache das einfach so, dass ich ein Leerzeichen hinten dran ausgebe und Excel damit austrickse und sage okay. Und damit habe ich meine Pivot-Tabelle entsprechend erstellt. Sie sehen, unsere Mitarbeiter waren fleißig. Jeder einzelne Mitarbeiter hat jeweils einen Umsatz von über 16.000 Euro erreicht und damit kann er die Prämie hier einkassieren. Wenn wir uns die Situation aber jetzt nochmal genauer ansehen, Sie sehen, hier habe ich eine Prämie von 500 Euro, die an Alice ausgezahlt werden muss, im Januar und im Februar auch. Aber hier steht nur 500. Und was hat es jetzt damit auf sich? Eigentlich sollte hier doch 1000 stehen. Eigentlich sollte hier doch die Summe stehen, denn hier steht ja auch eine Summe. Nun, es ist tatsächlich so, dass bei den berechneten Feldern hier keine Summe gebildet wird, sondern dass die Berechnung auch auf dieses Feld, auf das Gesamtergebnis angewendet wird. Und da ich ja in der Formel für die Berechnung gefragt habe oder geprüft habe mit dieser Wenn-Funktion, wenn der Wert, der links nebendran steht, größer ist als 16.000, dann weist eben eine Prämie von 500 Euro aus. Und das ist hier der Fall und deshalb steht hier auch 500 Euro. Hier wird also nicht die Gesamtsumme über die ganze Spalte hinweg gebildet, sondern einfach die Formel nochmal neu ausgerechnet. Ich möchte auch an dieser Stelle nochmal deutlich darauf hinweisen, dass die berechneten Formeln, dass die Berechnungen sich nur auf dieser Gruppenebene hier auswirken. Das heißt, je nachdem, wie wir die Daten zusammenfassen, die berechneten Werte beziehen sich nur jeweils auf das, was hier sozusagen steht. Ich könnte ja jetzt die Daten auch nochmal anders zusammenfassen. Ich könnte sagen, ich möchte die Umsätze hier nicht monatlich wissen, sondern vielleicht wöchentlich. Kann also hier zum Beispiel die Monate nochmal rausziehen, das Datum nochmal reinziehen. Hier muss ich doch nochmal die Monate rausziehen, weil Excel das ja immer automatisch mit reintut. Ich möchte an dieser Stelle eine andere Art von Gruppierung einbauen, eben sagen wir mal wöchentlich, sprich über 7 Tage hinweg. Und wenn ich in dieser Ebene einmal angeklickt habe, kann ich über den Gruppieren-Dialog gehen und die Daten einfach tageweise zusammenfassen. Ich klicke hier Tage an, sodass nur Tage angeklickt sind und sage in 7 Schritten, also 7 Tage sollen jeweils zusammengefasst werden und dann hätte ich Wochenergebnisse. Und Sie sehen, dass die Prämie dann immer auf dieser Gruppierungsebene, je nachdem wie ich die Daten hier zusammenfasse, auf dieser Gruppierungsebene wirkt die Formel. Hier wird also jeweils immer abgefragt, habe ich einen Wert vor mir größer als 16.000, dann wird eine Prämie ausgewiesen und ansonsten eben nicht. Und auf der Wochenebene ist das natürlich nicht der Fall und somit bekommt hier niemand eine Prämie. Und dann sehen Sie wieder dieses merkwürdige Ergebnis in der Summenzeile. Hier werden, wie gesagt, die Prämien nicht aufsummiert, sondern die Formel wird einfach wieder angewandt auf das Ergebnis, was links davon steht. Also im Zusammenhang mit berechneten Feldern muss man diese Eigenheiten sehr genau kennen. Und zum Schluss noch ein letztes Beispiel. Ich gehe mal hier ein bisschen weiter.
und zwar in die Überstundenvergütung. Hier habe ich Ihnen eine Tabelle vorbereitet. Da gibt es auch wieder verschiedene Mitarbeiter, nämlich die Jenny, die Gerda und den Mike. Und hier wurden Überstunden erfasst, und zwar jeweils wöchentlich, am 3.1., am 10., am 17., am 24. und so weiter, wurde erfasst, wie viele Überstunden die betreffende Person in dieser Woche geleistet hat. Es soll nun eine Pivot-Tabelle erstellt werden, die zum einen die Mitarbeiter in den Spalten und die Monate darstellt, sodass die Überstunden pro Monat und Mitarbeiter ausgewiesen werden. Die Monate sollen dann eben entsprechend in den Zeilen stehen. Das habe ich bereits schon mal erledigt. Meine Pivot-Tabelle sieht an dieser Stelle so aus. Wir haben den Zeitraum, das ist jeweils hier der Monat, Januar bis Dezember, und die verschiedenen Mitarbeiter, Gerda, Jenny und Mike, und die entsprechenden Überstunden, die hier in dem Monat jeweils geleistet wurden. Die eigentliche Aufgabe besteht jetzt darin, dass eine Überstundenvergütung ausgewiesen werden soll. Und zwar so, dass jede Überstunde mit 20 Euro vergütet wird, aber es dürfen nicht beliebig viele Überstunden vergütet werden, sondern wir haben ein Limit, sozusagen eine Deckelung von maximal 10 Überstunden. Wenn jemand mehr als 10 Überstunden geleistet hat, dann dürfen eben nur maximal 10 Überstunden abgerechnet werden. Auch das hier ist wieder ideal, um ein berechnetes Feld in die Pivot-Tabelle einzufügen. Wir haben bereits gesehen, wie das geht. Wir gehen hier über Analysieren in den Bereich Berechnungen und sagen, wir möchten hier ein berechnetes Feld einfügen. Dieses soll einfach genannt werden Vergütung. Und an dieser Stelle bei dem Gleichheitszeichen gebe ich dann wieder meine Formel ein. Die 0 kann ich wegnehmen. Wenn die Überstunden, die hier geleistet wurden, das sind hier die Überstunden, wenn wir mehr als 10 haben, dann dürfen wir nur maximal 10 Überstunden vergüten. Und die Vergütung war 20 Euro und 10 mal 20 sind 200. Das heißt, es muss an dieser Stelle 200 ausgegeben werden. Und andernfalls soll die Anzahl der Überstunden mal eben dem Vergütungsbetrag gerechnet werden. Also wir doppelklicken einfach hier drauf, um das Feld in die Formel einzufügen. Überstunden Anzahl mal 20. Runde Klammer zu. Wir sagen, wir wollen an dieser Stelle die Formel hinzufügen, sagen OK und sehen dann, dass unsere Vergütung bereits in die Pivot-Tabelle eingefügt wurde. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist eine ordentliche Formatierung hinzubekommen, also beispielsweise hier in den Wertfeldeinstellungen zu sagen, dass es nicht Summe von Vergütung heißt, sondern vielleicht Gesamtvergütung, Vergütung. Und wir stellen das Zahlenformat auf Währung ohne Nachkommastellen ein, sagen OK, sagen nochmal OK und ziehen den Pivot-Tabellenassistenten wieder an den rechten Rand. Und damit können wir jetzt nachprüfen, ob die Vergütungen korrekt ausgerechnet wurden. Und wir haben hier einmal für die Gerda 13 Überstunden. Es dürfen aber maximal 10 Überstunden geleistet werden. Also ist hier die Ausgabe 200 korrekt. Hier im April wurden 5 Überstunden geleistet. 5 mal 20 Euro sind genau 100 Euro. Und so können wir also stichprobenartig durchgehen und sehen, dass die Daten jeweils korrekt sind. Unsere Tabelle sieht mittlerweile so aus. So viel dazu. Ich hoffe, Sie haben wieder etwas Neues kennengelernt und wir sehen uns vielleicht in den nächsten Videos wieder.